Wenn es um hochwertige und zuverlässige Reisekoffer geht, ist Level 8 ein Name, der in aller Munde ist. Der Level 8 Aluminium-Handgepäcktrolley ist das perfekte Beispiel dafür, wie Funktionalität und Ästhetik in perfekte Balance gebracht werden können. Ob auf Geschäftsreisen oder im Familienurlaub, dieser Koffer überzeugt durch seine durchdachte Ausstattung, robuste Verarbeitung und elegante Optik. In unserem ausführlichen Produkttest zeigen wir Ihnen, warum der Level 8 Koffer Ihr idealer Reisebegleiter sein wird. Das Herzstück des Level 8 Koffers ist das hochwertige Aluminiumgehäuse, das nicht nur eine beeindruckende Optik bietet, sondern auch eine herausragende Stabilität garantiert. Das robuste Material verleiht dem Koffer eine einzigartige Widerstandsfähigkeit, sodass er auch widrigsten Reisebedingungen problemlos standhalten kann. Dabei überzeugt der Level 8 Koffer nicht nur durch seine Funktionalität, sondern auch durch sein elegantes, zeitloses Design. Die klaren Linien und der edle Farbton machen ihn zu einem echten Hingucker unter den Reisegepäckstücken. Der Level 8 Aluminium Handgepäcktrolley ist perfekt auf die Bedürfnisse von Vielfliegern abgestimmt. Dank der 360-Grad-Drehräder lässt er sich mühelos durch Flughäfen und in Hotelgänge manövrieren, ohne dass das Gewicht auf ihren Armen lastet. Zwei integrierte TSA-Schlösser sorgen zudem für ein hohes Maß an Sicherheit, ohne dass ihre Wertsachen bei Kontrollen beschädigt werden. Im Inneren bietet der Koffer eine durchdachte Aufteilung mit praktischen Packtaschen, um Kleidung und Reiseutensilien übersichtlich zu verstauen. Der Level 8 Aluminium Handgepäcktrolley ist ein echtes Ausnahmeprodukt unter den Reisekoffern. Mit seiner hochwertigen Verarbeitung, durchdachten Ausstattung und eleganten Optik bietet er ein Höchstmaß an Qualität und Komfort. Ob auf Geschäftsreisen, beim Städtetrip oder im Familienurlaub, der Level 8 Koffer ist Ihr stilvoller und zuverlässiger Begleiter. Greifen Sie also am besten gleich zu und machen Sie ihn zu Ihrem neuen Reisekompagnon.